Real Farming Elefantengras. Real Farming LS19 meets Reality. Hier im Feld des Elefantengrases. Ich sehe nichts, so hoch ist es. Das habe ich hier gekauft, damit ich es irgendwie ernten kann. Jetzt ist nur meine Frage, wie kann ich denn das überhaupt ernten? Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gerade den Neumann anrufen, ob der dafür Maschinen hat. Klingelingeling. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, servus, Neumi. Ich erreiche den Krüger nicht. Das wollte ich mal bei dir nachfragen. Hast du irgendwelche Maschinen im Angebot für Elefantengras? So ein Riesengewächs? Zum Ernten? Ernten? Ja, wie macht man denn das? Häckselt man das nicht? Keine Ahnung, weiß doch. So lange bin ich noch nicht in der Landwirtschaft. Also ich würde sagen häckseln. Oder mit einem Gras. Häcksler, sondern Gras. Doch, Grashäcksler. Sicher oder? Bin mir nicht sicher, ne. Kannst du mal nachgucken und mir dann ein Angebot machen für eine. Kann man bei dir auch leihen? Leihen kann man auch, ja. Ja, für ein Leihangebot, dass ich da irgendwie mal was machen kann. Ja, warte. Gucken wir mal ganz schnell. Häckslern. Elefantengras musst du häckseln, ja. Aber nicht mit so einem Maisdingens, oder? Doch. Mit so einem Maisdingens? Ja. Okay. Ob sich das dann lohnt? Das musst du wissen. Ja, ich hoffe. Können Sie mir da mal ein Angebot machen, irgendwie, was es kosten würde? Vom günstigsten Häcksler aus? Ja. Gut. Kann ich dir sagen, ja. Ruf ich dir nochmal zurück. Jo, passt. Aber ja. Vorher steuern. Mann. 8.900 bitte. Bitte, tschüss. Tschüss. Alter, so ein Abzocker, ey. Immer wenn ich mit dem telefoniere, will er irgendwas sagen. So. Dann hole ich mir mal gerade eine Sämaschine. Ich glaube, ich nehme aber die neue, oder? Was hatten die alte? Flotter voran. Ich bin einfach zu fett geworden. Passt da nicht mehr richtig durch. Ja, hier ist mehr Platz. So, was ich auch noch gucken wollte, ist zwei Felder haben wir. So, und was wollte ich da anpflanzen? Weizen haben wir. Was brauchen die Hühnchen denn noch? Zuckerrüben, Mais, Soja, Gerste. Gerste habe ich auch noch ein bisschen. Soja habe ich auch noch ein bisschen. Dinkel ist bei 800. Ich glaube, ich pflanze mal Roggen an. Rocken, rocken, rocken. Der Traktor braucht auch Ballen.
Kundenservice, ey. Ich brauche viel zu viel. Ah, stimmt, das hatte ich eigentlich. Hatte ich das nicht mit dem Krüger vor 2 oder 3 Wochen mal vereinbart, dass der vorbeikommt und mein ganzes Zeugservice macht? Der ist immer noch nicht da gewesen. Hier steht noch sein Trecker rum vom Kalten. So. Ich kann mal gucken, wie das hier funktioniert. Das hier jetzt oder nicht? Ich check das einfach nur. Jetzt. 70 Grad. Dann. Genau. Und dann fahren wir noch ein bisschen vor. Absenken, starten, Gas geben. Und nicht mehr lenken müssen. Nicht mehr lenken müssen ist richtig nice. Können wir eine Runde schlafen? So. Nun geht's mal richtig vorwärts hier. Xelion hat natürlich auch genügend Power. So dass wir hier ziemlich gut vorwärts kommen sollten. Moment, welche Spur brauche ich denn jetzt? Nee, die hatte ich gerade. Hä? Das erste Mal, dass ich mit GPS hier hantiere. So, jetzt absenken. Gas geben. So passt das. So, wir machen auf beide Felder, auch auf das Feld vom Dingens da, vom Pachtfeld. Da wird man auch Roggen drauf machen. Und dann hoffe ich mal, dass es eine gute Ernte gibt. Sieht gut aus. Also ich bin ja immer noch nicht davon überzeugt, dass wir tatsächlich 2 Sämaschinen brauchen, weil wie man gerade jetzt auch wieder sieht, bin ich der Einzige, der ansät. Deshalb bin ich fast mal, ich muss mal gerade in den Fahrzeugschein reingucken, wie alt das Ding ist. Ach, das ist ja gar nicht. Also für meine alte würde ich noch 50.000 kriegen, wenn ich die verkaufe. Hm.
müsste man mal überlegen, ob wir. Das Geld hätte man viel besser investieren können. Das war zu knapp. Hätte man viel besser investieren können, aber ich weiß nicht, was der Kollege sich da gedacht hat. Ist eigentlich gar nicht mehr das, was ich tun wollte, gell? Ich wollte ja die Landwirtschaft eigentlich an den Nagel hängen und mich um die Produktion hauptsächlich kümmern. Aber immer wieder wird klar, dass das so nicht funktioniert. Ich meine, es ist nicht so schlimm, wenn wir über das Angepflanzte schon drüber fahren. Ich habe ja Pflegebereifung drauf. Ach. Manchmal kann ich besser Drehschemel fahren rückwärts wie hier Dingens da. Dingenskirchen. So, mal kurz ein Bällchen schießen. Klingelingeling. Hey, Frau Müller. Jo, Folge hier, servus. Servus. Was machst du gerade? Ich bin gerade oben am Hof. Ah, ja. Ein Mitarbeiter musste kurzfristig weg. Und der Maler nimmt mich gleich runter weiter angesagt. Der steht ja jetzt auch schließlich noch unten da. Was nochmal? Der andere Traktor, der John Deere, ja. Der Ladewagen steht noch am Straßenrand. Ah, okay. Beim Neumann dort in der Nähe. Ah. Und da muss ich jetzt gleich hin und erstmal noch den Traktor dort wegholen. Wie ist der noch voll? Und die runtergepfeffert. Ist der Ladewagen noch voll? Ja. Ah, okay. Weil je nachdem Ende der Woche würde ich Elefantengras häckseln. Ja. Wenn mir der Neumann das Angebot schickt, was der Häcksler kosten soll für die Miete, da bräuchte ich dann dich auf jeden Fall. Ja. Ich würde mich dann nochmal melden, sobald er das Angebot raus hat. Ja. Gut, dann bis die Tage erstmal. Ja. Ciao. Ciao. Weil ich brauche da natürlich auf jeden Fall einen Abfahrer. Und ich bin gerade auch im Überlegen, wo unser großer Anhänger steht. Weiß ich nämlich gar nicht. Und ich muss mal gerade gucken. Wie sieht ein Elefantengras aus?
Okay, das ist das letzte. Geht in Silo, okay. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Aber das sehen wir dann Ende der Woche hoffentlich. Ich bedanke mich bei euch jetzt fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein, 16 Uhr bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.